Moin, moin, moin Leute. So, wir spielen weiter Pokémon. In der letzten Folge, da haben wir unser Team, haben wir uns unser Team zusammengestellt oder zusammengefangen, je nachdem, wie man es jetzt betrachten will. Oh ja, und wir gehen das jetzt leveln. Und das machen wir natürlich zusammen. Ja, dann wollen wir mal unser Team leveln. Nein, ich wollte eigentlich kein Basis-Item auf die Select-Taste legen. Nein, ich wollte eigentlich... Ja, Wingull ist eigentlich schon auf Platz 1. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Das wird jetzt ein bisschen langweilig, aber... Ja. Also es, das Level muss halt sein. Also ich weiß ja jetzt nicht, also wenn jetzt, wenn das Let's Play gut ankommt und ich eine gewisse, was heißt, wenn das Let's Play gut ankommt, ich weiß ja jetzt nicht, ob das jetzt gut ankommen wird, das Let's Play, aber egal, also was ich sagen will, ist, ich werde das Leveln jetzt in den ersten Folgen, solange ich jetzt, also ich habe jetzt noch keine Folge hochgeladen bis zum letzten Zeitpunkt, ich bin noch am Aufnehmen, ich werde dann mal, also hiermit, also wenn, also ich frage jetzt hiermit, ich spreche zu euch aus der Vergangenheit, ob ich, wenn ich leveln soll, soll ich dann das alles rausschneiden oder soll ich dann das aufnehmen ohne Kommentar und dann irgendwie schneller abspielen, doppelte Geschwindigkeit und das dann auch hochladen, oder soll ich das so offscreen machen oder soll ich das einfach ganz normal machen und dabei irgendwas quatschen. So, ihr könnt mir auch dann gerne irgendwie ein Thema nennen, wo, über das ich quatschen soll, wo ihr zu meiner Meinung hören wollt. Das ist kein Problem, da kann ich mich, mache ich mich dann gerne für euch schlau und sag euch dann meine Meinung dazu, zu dem Thema. Es sei denn, ich habe, wenn ich noch keine Meinung dazu habe. Ja, also weiß ich nicht. Also das müsst ihr halt wissen. Ihr, je nachdem, also diese Folge jetzt hier seht und ihr habt vor, das Let's Play noch weiter zu gucken, dann schreibt bitte in die Kommentare, wie soll ich verfahren? Das wäre echt super. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Ja, auf jeden Fall, wir leveln jetzt hier weiter. Ach ja. Aber ganz ehrlich, immer wenn ich Pokémon spiele, dann kommen Erinnerungen an mich hoch. Echt Erinnerungen. Also, echt krass. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt war ich eigentlich, als ich das erste Gameboy spiel. Ich weiß noch, das erste Pokémon, was ich gekriegt habe, war die Gold-Edition. Pokémon Gold-Edition für den Gameboy Color. Das weiß ich noch. Das war auch echt eine geile Sache. Also, aber ich war irgendwie ein bisschen zu jung dafür. Ich glaube, ich war 5 oder 6. Auf jeden Fall, ich konnte noch nicht mal richtig lesen und ich habe schon Pokémon gespielt. Ich konnte noch nicht mal richtig lesen und habe schon Pokémon gespielt. Also, wenn man sich das schon mal überdenkt, gut. Ja, gut, jetzt das habe ich jetzt, also jetzt die Gold-Edition habe ich eigentlich auch nur irgendwie, meine Eltern haben mir die gekauft oder ich habe mir die irgendwie gekauft. Ich glaube, da war es auch schon irgendwie ein Jahr alt oder das gab es so irgendwie auf dem Grabbeltisch für 20 Euro oder was. Aber auf jeden Fall, ich konnte noch nicht mal lesen, aber habe Pokémon gespielt. Ich habe das Spiel eigentlich gar nicht richtig verstanden. Also ich finde eigentlich, so richtig angefangen hat es bei mir eigentlich mit der Saphir-Edition. Mit dem Game Boy Advance. Da hat es bei mir richtig angefangen mit Pokémon zocken. Ja, ich weiß gar nicht. Also, so, dann wird jetzt auch mal Zeit, jetzt unser Team umzustellen. Ja, da hat es da mit mir angefangen. Ich weiß ja nicht, wann hat es eigentlich auch bei euch so angefangen. Also ich glaube eigentlich so, wenn man so in den 90ern geboren wurde irgendwie, oder auch in den, ja, in den, wenn man in den 90ern geboren ist, dann hat man auf jeden Fall einen Bezug zu Pokémon. Denke ich mal. Obwohl, ich kenne auch Leute, die älter sind und Pokémon mögen.
Das ist immer so eine Sache, das kommt immer drauf an, finde ich persönlich, wie man die ganze Sache sieht. Also das muss man immer für sich entscheiden. Da muss man, ja, wie gesagt, man muss es einfach für sich selber entscheiden. Aber ich persönlich finde, dass so die Pokémon-Serie, also jetzt die TV-Serie, auch ihren Reiz verloren hat, persönlich. Weil jede Staffel, wenn Ash irgendwie in ein neues Gebiet kommt, gibt er alle seine Pokémon ab, bis auf Pikachu, und fängt nochmal von neuem an. Ah, Gott. Dann sollte es eigentlich mal enden, irgendwie. Das ist halt immer... Es wird sozusagen immer versucht, immer wieder eine neue Generation anzusprechen. Immer wieder. Dann wird immer wieder das Gleiche ausgepackt. Und... ja... immer wieder das Gleiche. Aber das sieht man auch an den ganzen Pokémon-Folgen. Die Pokémon-Folgen haben immer so einen Aufbau. Ash, also die normale Pokémon-Folge, außer wenn er jetzt irgendwie, irgendwie einen Kampf macht oder irgendwie auf so einem Turnier ist oder so, da gibt es ja auch ein paar Folgen, wo der da hier irgendwie diesen Regionsorden oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Ash läuft durch die Gegend mit Misty und Rocco oder mit seinen Begleitern, je nach Staffel. Und ja, dann passiert irgendwas irgendwie. Dann kommt Team Rocket, dann wird gegen, die wollen wieder Pikachu stehlen. Ja, und dann Team Rocket fliegt dann irgendwie in den Himmel, wird in die Stratosphäre geschossen oder was weiß ich, wo die immer hinfliegen. Und das war ein Schuss für den Ofen! Ja. Eigentlich immer dasselbe. Immer dasselbe. Also, ganz ehrlich, hat man 10 Pokémon-Folgen gesehen, hat man alle gesehen. Ich meine, die erste Staffel war okay, die zweite auch. Und ganz ehrlich, als ich kleiner war, da hat mich das eigentlich auch nicht gestört. So, ich habe einfach die Welt geliebt. Ja. Ich habe einfach die Pokémon geliebt und... es war einfach unglaublich. Also, allein diese Welt und diese Vorstellung von diesen Wesen, aber die nicht wirklich wie Tiere sind, die ich finde, dass Pokémon auch irgendwie menschlich sind. Pokémon sind menschlicher als Tiere, finde ich. Also jetzt als Tiere in unserem normalen Leben. Ist meine persönliche Meinung, weil ich finde persönlich in den Serien und so werden die Pokémon auch so dargestellt, als ob sie Gefühle haben und auch eine Beziehung zu einem Menschen aufbauen. Klar, ein Tier baut auch Beziehungen zu einem Menschen auf, aber ich finde persönlich, dass die Pokémon auch mit einer Ich-Identität dargestellt werden. Vor allem in der Serie. Finde ich. Aber das ist nur meine Meinung. Ich weiß ja nicht, wie eure Meinung dazu ist. Würde mich freuen, wenn ihr die mal in den Kommentaren niederschreiben würdet. Aber ich persönlich finde, dass halt Pokémon extrem vermenschlicht werden. Was sich halt auch so ein bisschen durch diese Ich-Identität ausdrückt. Dass Pokémon Gefühle erleiden können. Und zum Beispiel in einer der ersten Folgen, wo Ash irgendwie da sein Raupi fängt und Misty total angeekelt von dem Raupi ist. Und dass Raupi dann auch traurig ist davon. Und ja, irgendwie, es ist schon, Pokémon haben schon Gefühle irgendwie. Aber ich denke, man kann ja auch viele Dinge vermenschlichen. Manche Leute vermenschlichen ja auch ihr Auto. Sie geben ihrem Auto Namen. Sprechen mit ihrem Auto sogar. Ja, also... das ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, was man manchmal da so von halten soll. So seinem Auto Namen zu geben. Das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Aber mit dem Auto zu reden...
ein bisschen strange. Naja, also ich persönlich vermenschliche auch gerne Dinge. Also zum Beispiel, ich spiele ja Gitarre und meine Gitarren haben alle einen Namen. Aber ich persönlich finde auch, eine Gitarre lebt. Aber ja, eine Gitarre lebt einfach. Und ich finde auch, es gehört einfach dazu, einer Gitarre einen Namen zu geben, weil einfach eine Gitarre... Man kann die, also die Gitarre ist zwar ein totes Objekt, aber man kann sie zum Leben erwecken. Und ich persönlich finde auch, dass sobald ich einer meiner Gitarren einen Namen gegeben hat, klang die Gitarre auch besser. Einbildung, Realität, wer weiß. Aber ich, das war mein Empfinden, irgendwie, komischerweise. Aber man kann ja vieles empfinden. Aber was will man machen? Naja. So. Ach, ich wollte ja jetzt eigentlich gar nicht leveln noch. Großartig mit. Toll, jetzt ist mir mein Timer abgekackt. Jetzt weiß ich nicht, wie lange wir schon spielen. Naja. Ich sag mal, wir spielen jetzt noch 5 Minuten in der Folge und dann beende ich auch die Folge. Wir wechseln jetzt eben einmal das Programm. Eigentlich ein bisschen anders von uns gemacht, aber naja. Was soll's. Das jetzt auch down gekriegt? Wunderbar. Schwalbini erreicht Level 6. Wunderschön. Ja. Nein, ich will kein Basis. Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt den Faden verloren. Ah ja, was soll's. Ich habe jetzt irgendwie Vermenschlichung und so, aber egal. Über das Thema gequatscht. Ja, aber ja. Wollen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir Schwalbini jetzt auch schon auf Level 7. Das wäre natürlich cool. Wisst ihr, wenn man leveln will, dann muss man 100 Schritte laufen, bis ein wildes Pokémon erscheint. Aber muss man einfach durch ein Grasfeld und will nicht, dass ein wildes Pokémon angreift, dann auf einmal funktioniert das. Dann auf einmal nach jedem zweiten Schritt. Also das sind wieder so Sachen, die so nerven, die fucken so ab. Ach Gott, also da könnte ich echt schon wieder. Aber naja. Ja, was heißt heulen, aber das ist einfach so, oh. Ja, da könnte ich schon wieder heulen, das ist wieder so ein Standardspruch von mir. Ach ja, was will man machen, ja, auch wieder so ein Standard. Jeder hat eigentlich so seine Standardsprüche. So. Bei mir ist dann meistens immer auch so, warum habe ich jetzt auf Flüchten gedrückt? Ich bin so ein Depp. Egal. Nee, aber jeder hat so seine Standardsprüche. Auf jeden Fall, ich habe jetzt auch meinen Standardspruch. Damit beende ich jetzt hier die Folge. Also, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr könnt gerne die Folge bewerten. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Kommentare schreiben. Vor allem, ich habe euch was gefragt. Also, das ist jetzt ein Test. Also, für jedes View möchte ich hier einen Kommentar sehen. Nein, Spaß, aber wäre cool, wenn ihr einen Kommentar schreibt und mir auch mal dann mal die Frage beantwortet, ob ich dann das Level, wie ich das denn mit dem Leveln handhaben soll. Wie ich das dann machen soll. Naja, egal. Nicht egal, aber bitte kommentieren und die Frage bitte beantworten. Das wäre super, 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 super,
wichtig und nett und ich würde mich darauf freuen. Und ihr könnt mich gerne abonnieren. Und ich sag, bis zur nächsten Folge. Euer Alex Ennecke. Ciao.